wie du mit GoToWebinar dein Webinar anlegst, und zwar in der aktuellen Version. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, du hast es gerade schon gehört. In diesem Video geht es um GoToWebinar und wie du in GoToWebinar dein Webinar anlegst, und zwar in der aktuellen Version. Vielleicht kennst du mein altes Video zu GoToWebinar. Das findest du hier, da, also da oben. Das Video ist allerdings schon 5 Jahre alt und ich dachte, es gibt ein paar Neuerungen, es gibt neue Features, es gibt ein ganz anderes Aussehen des Dashboards. Deshalb hier nochmal die aktuelle Version für dich von GoToWebinar, wie du dein Webinar anlegst. Und da steigen wir jetzt auch gleich nach dem Intro ein. Mein Name ist Gwendoline und du bist hier genau richtig, wenn du Tipps und Tools kennenlernen möchtest, um dein Business auch online zu betreiben, und zwar ohne dich mit der Technik zu verzetteln, ohne komplizierte Anleitungen und ähnliches. Und heute geht es darum, mit GoToWebinar dein Webinar auf den Next Level zu bringen, quasi. Also in der aktuellen Version dein Webinar schön anzulegen und zu schauen, welche Möglichkeiten diese Software überhaupt für dich bietet. Steigen wir also ein. Auf geht es zu GoToWebinar. So, wir sind hier jetzt im Dashboard von GoToWebinar und du siehst, falls du mein altes Video kennst, das findest du, warte, ich verlinke es dir, hier irgendwo müsste der Link dann stehen, hier oben in der Ecke. Das Video ist 5 Jahre alt, da kannst du mal vergleichen. Du siehst, es sieht ganz anders aus. Es hat neue Farben gekriegt, es hat ein Makeover bekommen, wenn man so will. Und es ist sehr selbsterklärend aufgebaut. Wir haben hier einmal das Dashboard, wir haben hier einmal Kanäle verwalten, dann die Analysen, dann noch die Videothek und die Einstellungen. Ich gehe gleich die verschiedenen Punkte mit dir durch, dass wir gucken können, was sich dahinter verbirgt. Und ich denke, viele Sachen sind auch schon selbsterklärend. Hier haben wir dann nochmal die bevorstehenden Veranstaltungen. Du siehst ein Beispiel-Webinar, das ist immer standardmäßig angelegt, wenn du dich für die kostenlose Version entscheidest. Du siehst ja, ich bin schon eingeloggt. Wenn dich das interessiert, kannst du dir das 7-Tage-Trial herunterladen, hätte ich beinahe gesagt, holen, ohne eine Kreditkarte einzugeben. Und dann kannst du das Ganze wirklich 7 Tage richtig ausprobieren, mit Teilnehmern, mit allen Pipapo. Genau, du siehst, ich habe hier schon ein Webinar angelegt, und zwar Go for Webinars, Let's Rock this Meeting, habe ich das Ganze genannt. Einfach, um es mal zu testen, wie das dann aussieht, wenn man eine neue Veranstaltung hier ansetzt. Hier siehst du vergangene Veranstaltungen, da ist jetzt nichts. Sieht man hier auch, wird noch erfasst. Ich habe keine vergangenen Veranstaltungen in diesem Modul hier. Und hier haben wir nochmal Kalender und Planen. Genau, hier oben ist halt einfach nur Nachrichten und das Profilbild. Wir wollen jetzt in diesem Video ein neues Webinar planen, damit du einfach mal gucken kannst, wie setzt man das Ganze denn eigentlich auf. Dafür gehst du auf Planen. Es ist wirklich, wie gesagt, sehr prominent. Hier kannst du direkt den Titel eingeben. Mein erstes Webinar zum Beispiel. Solltest du vielleicht nicht so nennen, aber ne, wir brauchen einen Titel und das ist jetzt unser Titel. Hier siehst du, und das ist neu, das gab es vorher nicht, die Möglichkeit, dass du direkt aussuchst, soll es eine Live-Veranstaltung werden oder eine aufgezeichnete. Das heißt, steht hier auch, Veranstaltung mit persönlicher Teilnahme, ein Live-Webinar, wie du es kennst. Sprich, deine Teilnehmer sind zeitgleich mit dir in dem Webinarraum. Ihr könnt euch austauschen, ihr könnt, wie gesagt, die Präsentation zusammen durchgehen und so weiter. Also eine Live-Veranstaltung. Die aufgezeichnete Version ist, dass du das Ganze im Vorfeld aufgenommen hast, du eigentlich gar nicht mehr dabei bist, das Webinar automatisiert abläuft und natürlich Teilnehmer sich das live angucken können. Du kennst das vielleicht, es gibt öfter Webinare, wo du dir plötzlich Tag und Uhrzeit auswählen kannst, und natürlich halten die Personen das nicht 3-mal am Tag und das auch noch 7 Tage die Woche, sondern das sind automatisierte Webinare, die dann angepasst werden an die Uhrzeit sozusagen, oder vielmehr zu Uhrzeiten angeboten werden, so oft, dass du einen Slot finden kannst und dich dafür anmelden kannst. Hier siehst du aber auch, und das wäre meine Empfehlung, 84% der B2B-Kunden ziehen Aufzeichnungen Live-Webinaren vor. So,
Je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, gibt es eben die Möglichkeit, mit den Aufzeichnungen zu arbeiten, weil die Leute dadurch sehr flexibel sind. Hast du aber eigentlich ein Publikum, was direkt von dir lernen will, bist du jetzt zum Beispiel Trainer oder ähnliches, dann solltest du oder gibt es eben Seminare, solltest du auf jeden Fall live gehen. Da ist die Live-Version deutlich besser, weil du persönlich das Ganze begleitest. Also jede Zielgruppe sozusagen hat ihre Präferenzen. Hier kannst du jetzt aussuchen, wie oft das Webinar stattfinden soll. Wir machen das jetzt einmal. Ach so, wir haben noch gar nicht ausgewählt. Wir nehmen das Live-Webinar. Beginnen soll es Montag, 22. Nein, wir nehmen mal den 26. So, Freitag und auch nicht um 20 Uhr. Das wäre ein bisschen spät. Wir machen das Ganze von 10 bis 11 am Vormittag. Freitagvormittag ist wunderbar. Da sind noch nicht alle am Wochenende. Da kann man die Leute noch erreichen. Hier stellst du einmal die Uhrzeit ein. Gucken wir mal, wo ist denn unsere deutsche Zeit oder so, damit es dann auch zur richtigen Uhrzeit bei den Teilnehmern ankommt. Und hier kannst du dir noch aussuchen, wie du mit den Teilnehmern in Verbindung treten möchtest. Standard, komplett interaktives Webinar steht da, bis zu 100 Teilnehmer für Schulungen und Sitzungen mit praktischen Übungen. Heißt, du bindest deine Teilnehmer mit ein. Deine Zuschauer, die sind nicht nur einfach quasi Konsumenten, die sich wie so ein Video das Ganze angucken, sondern die werden richtig mit eingebunden. Oder Webcast, das ist dann die andere Variante, Streaming-Webinar, 100 Teilnehmer. Und da siehst du schon Erzeugung neuen Kundenpotenzials. Und das sind jetzt so Meetings, wo die Teilnehmer quasi Konsumenten wie bei einer Fernsehsendung sind, eben nicht mit eingebunden werden. Wir entscheiden uns für Standard. Wir möchten nämlich unsere Teilnehmer mit einplanen und mitnehmen und interaktiv mit einbinden. Du kannst diese Auswahl speichern, dann ist das Ganze immer schon mal defaultmäßig so eingestellt, wenn du weißt, dass du weiterhin Webinare so halten wirst. Musst du aber nicht, dann stellst du es einfach beim nächsten Mal wieder ein. So, das war jetzt erstmal das Erste. Wir haben einen Titel, wir haben eine Uhrzeit, wir haben gesagt, um was für eine Art Webinar sich das Ganze handelt. Ja. Und dann gehen wir auf Planen. Hier siehst du schon, die Veranstaltung wurde erstellt, genauso aus wie die Veranstaltung, die du eben schon gesehen hast. Und ja, hier steht jetzt nochmal die Uhrzeit, Datum und das Ganze findet auf Deutsch statt. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, das Ganze weiter zu bearbeiten. Und zwar geben wir jetzt hier ein, worum es eigentlich geht. So, dieses ist ein Testwebinar, um zu schauen, wie es den Teilnehmerinnen gefällt. Egal, du schreibst jetzt einfach, worum es in diesem Webinar geht. Hier siehst du dann, dass du die Webinar-Details zum Kalender hinzufügen kannst. Als nächstes kommt der Punkt Organisatoren. Hier stehen dann die verschiedenen Organisatoren. Wenn du mehrere hast, kannst du nämlich auch noch weitere anlegen, wie du hier siehst. Dann stehen die eben da oder beziehungsweise du wählst einen Organisator aus. Also mit dem Plus legst du weitere an oder du suchst nach welchen, sofern deine Liste hier größer ist. Genau. Dann hast du noch die Möglichkeit, auch im Vorfeld die Referenten anzulegen. Wenn du jetzt weißt, wer da referiert, du hast zum Beispiel jemand Externes eingeladen oder eben auch aus dem eigenen Team, aus der eigenen Firma, wie auch immer, je nachdem, wie du das ganze Webinar gestaltest, dann kannst du diese Referenten im Vorfeld schon anlegen und die wissen dann auch, dass sie als Referent angelegt sind. Heißt, sie haben eben auch schon die Referentenrechte nachher im Webinar. Das hier ist zum Beispiel das nächste, ein neuer Punkt. Du kannst die Zahlung hinzufügen. Wir gehen mal da drauf. Zahlung hinzufügen heißt, dass die Teilnahme am Webinar auch kostenpflichtig sein kann. Hast du zum Beispiel eine wirkliche Seminarreihe, die du online gibst, dann kannst du natürlich diese verkaufen und die Teilnehmer, ja, bezahlen ganz normal für das Webinar wie für ein normales Training sonst auch. Wenn du hier nichts eingibst, und das lassen wir jetzt in diesem Fall auch, dann ist es ein ganz normales kostenloses Webinar. Du musst also nichts eingeben. Möchtest du es aber monetarisieren, ist es wichtig, diesen Punkt hier einzufügen. Gut, als nächstes haben wir die Einstellungen. Hier siehst du schon, die Autoaufzeichnung ist eingeschaltet.
Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Stell das immer auf automatisch, wenn du eine Aufzeichnung haben willst. Und das willst du eigentlich fast immer. Dann vergisst du das Ganze nicht. Das war früher immer so ein Problem, dass man ganz oft die Aufzeichnung vergessen hat. Ja, und wenn das Webinar um ist, dann hilft es dir auch nicht mehr, wenn du plötzlich dran denkst, weil dann fehlt der ganze Teil. Und das ist sehr ärgerlich, insbesondere wenn du zum Beispiel mit Kunden ein Webinar hältst und den Kunden versprochen hast, dass sie am Ende des Webinars die Aufzeichnung bekommen. Und jetzt hast du keine, also musst du das Ganze dann nochmal nachvertonen. Sehr, sehr umständlich. Immer schön auf Automatik stellen. Hier siehst du dann als nächstes Audio. Man kann sich hier mit der Festnetznummer einwählen oder eben über Voice-over-IP, ganz normal, wie du es kennst, mit dem Computer verbunden, mit Headset oder ähnlichem, also Mikro und Lautsprecher. Die PINs, Referent, Teilnehmer. Wie wird man eingeschaltet? Die Teilnehmer sind bei Eintritt, ganz wie man hier erkennen kann, stumm geschaltet. Genau. Hier kannst du zum Beispiel eine Begrüßungsnachricht anlegen. Wenn die Teilnehmer in den Raum kommen, dann sehen sie diese Begrüßungsnachricht in dem Chatfenster. Du kannst das schon mal vorbereiten, weil man ganz oft das Webinar nicht direkt, also man schaltet es frei, so dass die Teilnehmer in den Raum können. Man schaltet es aber noch nicht frei, dass man schon selber redet. Man kann noch vorbereiten und so weiter. Die Teilnehmer sehen in dem Webinarraum schon sozusagen die Webinarmaske und da ist eine Begrüßungsnachricht von wegen, es geht gleich los oder schön, dass Sie schon da sind oder wie auch immer. In diesem Webinar geht es um Folgendes und wir machen das und das. Wir bereiten gerade noch die letzten Punkte für Sie vor, wie auch immer. Das ist schon so ein bisschen netter und man kommt besser an in diesem Webinar. Man wird so ein bisschen empfangen als Teilnehmer. Genau, das nächste ist, dass man auch hier Moderatoren im Warteraum anzeigen. Also man kann Informationen zu Moderatoren hier eingeben, sodass die für die Teilnehmer angezeigt werden. Weiterhin wichtig, Branding und Farben. Du kannst also dein Logo zum Beispiel einfügen, sodass das auch die ganze Zeit sichtbar ist. Ein gewünschtes Bild, hier ein eigenes, siehst du auch, kannst du dann ja, in die Beschreibung der E-Mail und so weiter schon einfügen. Und hier siehst du nämlich die Anmeldeseite zu dem Webinar. All diese Punkte gab es übrigens früher nicht in GoToWebinar, das war doch recht statisch. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, die gewünschte Farbe auszuwählen, das Ganze anzupassen und zwar an dein eigenes Branding, sodass dieser Wiedererkennungswert da ist und kannst dann hier auch die Aufteilung dir angucken, wie auch immer das alles aussehen soll, sodass die Teilnehmer schon wissen, bei wem sie sich anmelden. Das gestaltest du im Zweifel auch nur ein einziges Mal, weil du das ja wahrscheinlich immer wieder verwenden möchtest. Dann kannst du weiterhin die Veranstaltung teilen, wie der Punkt hier sagt. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten. Das ist die ID hier unten und das ist die URL. Und dann kannst du eben über verschiedene Möglichkeiten die Teilnehmer sozusagen einladen. Einmal die Einladung per E-Mail verschicken, siehst du hier, dann Informationen kopieren und vielleicht streuen bei verschiedenen Social-Media-Kanälen das Ganze posten und zeigen oder je nachdem, vielleicht hast du mehrere Listen, das an deine Liste nochmal schicken und so weiter. Also alles tun, damit du deine Teilnehmer dann auch benachrichtigt hast, sodass sie dann auch im Webinar erscheinen. Genau, hier hast du nochmal die Möglichkeit, das Ganze vorab anzuschauen, wie das alles aussieht, was du da eingefügt hast, was du gestaltet hast. Und ja, dann ist auch neu dieser sogenannte eigene Kanal, dieser Go-to-Stage. Go-to-Stage gab es vorher noch nicht, also beziehungsweise ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Vor 5 Jahren zumindest gab es das Ganze noch nicht. Und hier siehst du auch durch das Hinzufügen der Veranstaltungsaufzeichnung auf ihrem öffentlichen oder privaten Kanal können sie vermarkten, kuratieren und freigeben. Du hast also quasi nochmal eine eigene Plattformmöglichkeit hier bekommen, sodass du dein Webinar weiter vermarkten kannst und einfach breiter streuen kannst, um noch weitere Teilnehmer und Kunden zu gewinnen. Okay, dann gucken wir den nächsten Punkt an. Das sind die Anmeldungen. Hier stellst du ein, was eigentlich in der Anmeldung passieren soll. Hier siehst du die verschiedenen Punkte, die lese ich dir jetzt nicht alle vor. Du siehst automatische Genehmigung, das heißt, jemand, der sich angemeldet hat, bekommt eben automatisch die ganzen Links und kann sich dann zu dem gewünschten Zeitpunkt einwählen. Kann sich auch vorher einwählen, aber da ist nichts zu sehen. Also dementsprechend, wenn die Veranstaltung dann startet, kann die Person sich anmelden, beziehungsweise einwählen, sodass du das nicht nochmal extra händisch machen musst. Das würde ich auch so lassen, weil das in dem Fall einfach bequemer ist. Ich sage gleich dazu, du kannst immer Leute wieder aus dem Raum bannen, wie es so schön heißt. Also du kannst Leute tatsächlich, ja, wie nennt man das, löschen, nicht wieder rausschmeißen aus dem Raum. Also heißt, sollte da irgendwas schiefgelaufen sein, hast du nachher immer noch die Möglichkeit, da einzugreifen.
Deshalb empfehle ich dir, das hier auf automatische Genehmigung zu stellen, sodass du da nicht auch noch, überleg mal, du hast 100 Teilnehmer und du musst 100 Teilnehmer durchgehen und gucken, ob das jetzt auch alles so ist mit der Liste und so weiter. Das ist viel zu aufwendig. Also lieber so rum funktioniert, also lieber so rum eingestellt lassen. Okay, dann haben wir E-Mails, auch ein wichtiger Punkt. Hier hast du ja natürlich die Möglichkeit, eine Erinnerungsmail zu schicken. Das gab es vorher auch schon. Das ist jetzt nicht neu, sieht hier nur anders aus, sodass du zum Beispiel kurz vor dem Webinar nochmal schreibst, hey, in einem Tag geht es los, wir freuen uns schon, das Thema XY und dann nochmal in einer Stunde oder in 5 Minuten, je nachdem, du kannst die Abstände dir selber überlegen. Hier steht es auch, eine Stunde, einen Tag vor Beginn der Veranstaltung kannst du einfach diese Reminder schicken, sodass deine Teilnehmer nochmal daran erinnert werden, auch wirklich aufzutauchen. Weil es ist schön, wenn sie sich eintragen, aber noch schöner ist, wenn sie im Webinar auch wirklich dabei sind. So, und hier siehst du eben auch noch Ferngebliebene, den kannst du auch, falls jemand angemeldet war, aber nicht da war, kann auch da nochmal so eine Mail rausgehen, hey, du hast das Webinar verpasst, was war denn los? Möchtest du vielleicht die Aufzeichnung haben oder hier ist der Aufzeichnungslink, wie auch immer. Und auch hier hast du diese Geschichte mit dem Follow-up. Einen Tag später, nach Ende der Veranstaltung, kannst du die Teilnehmer nochmal anschreiben, schreiben, vielen Dank, dass du teilgenommen hast und so weiter. Ich habe hier noch Folgendes für dich oder geh auf meine Webseite oder wie auch immer. Also den Kontakt nicht gleich abreißen lassen. Die Möglichkeiten hast du unter E-Mails. Und dann haben wir noch Teilnehmer einbeziehen. Da kannst du vorab eine Umfrage anlegen, Kurzumfrage, Unterlagen und Videos. Das ist ganz wichtig, weil alles, was du hier schon vorbereitest, ist natürlich nachher im Webinar da. Du darfst nicht vergessen, wenn du jetzt sagst, aber ich kann doch auch während des Webinars kurz eine Umfrage machen. Klar, theoretisch ja, aber stell dir vor, du bist mitten im Webinar und jetzt sollst du dort eine Kurzumfrage anlegen, während deine Teilnehmer darauf warten. Das ist unfassbar langweilig und die beschäftigen sich garantiert mit, was weiß ich, aber nicht mehr mit dem Webinar. Dementsprechend ganz wichtig, leg einfach vorher alles an. Wenn du es dann doch nicht brauchst, macht ja nichts, du brauchst es nicht aufrufen, aber du bist super vorbereitet. Gilt übrigens auch für Unterlagen, auch die, die du deinen Teilnehmern zur Verfügung stellst, wenn du PDFs hast und so weiter. Lad sie hier hoch, du kannst sie nachher im Webinar freischalten und deine Teilnehmer können sie automatisch runterladen. Gut, dann haben wir hier eben Umfrage, Kurzumfrage. Das eine ist der kleine Bruder, die kleine Schwester vom anderen quasi. Und Videos kannst du auch hinzufügen, siehst du hier auch. Zum Beispiel kannst du YouTube-Videos einbinden, damit die nicht direkt von YouTube gestreamt werden müssen. Indem du wieder Screensharing und ähnliches machst, kannst du das Ganze hier auch schon vorbereiten. Genau. So, dann gehen wir mal auf Kurzumfrage noch und geben einfach mal was ein. Wie hat Ihnen dieses Webinar gefallen? Dann nehmen wir mal sehr gut und gar nicht als Antwort. Zwei reichen in dem Fall, ist eine Kurzumfrage und die speichern wir und schon haben wir eine Kurzumfrage für dieses kommende Webinar hier angelegt. So. Ja, das waren erstmal die einzelnen Schritte, um das Webinar anzulegen. Jetzt würde ich gerne noch kurz zurückgehen, wie anfangs besprochen, hier nochmal eben die verschiedenen Punkte angucken. Hier müssen wir eben schauen, haben wir denn alles soweit? Ja. So, dann gehen wir, wie gesagt, nochmal auf diese Punkte. Kanäle verwalten, das klicke ich einfach mal an und zeige dir, was das ist. Einen Kanal auf Go-to-Stage erstellen. Das machen wir jetzt nicht. Das kannst du eben, um da dann deine Aufzeichnungen zu vermarkten oder eben auch hier als öffentlich oder privaten Kanal das Ganze sozusagen freizugeben. Siehst du aber auch hier. Das kannst du dir einfach dann nochmal in Ruhe angucken. Statistik hätte ich beinahe gesagt, hier Analyse haben wir natürlich auch nicht, weil wir bisher kein Webinar gehalten haben. Hier siehst du dann aber, wenn es dann kommt, so, wie das Ganze aussieht, welche Daten du eigentlich bekommst, Gesamtzahl der Sitzung, Interessenten, Teilnehmer, Teilnehmerquote, Mitdatum und so weiter. Du kannst hier Berichte erstellen und du kannst hier, sofern dann vorhanden, auch deine Übersicht über die Aufzeichnungen erhalten. Was war da, wie viele Leute haben das angeguckt und so weiter. Also das klassische Analysetool. Dann haben wir hier die Videothek.
Gucken wir mal, sollte jetzt auch gerade laden. So, hier ist natürlich auch nichts vorhanden. Hier siehst du aber schon schön, welche Möglichkeiten du hast, um verschiedene Sachen vorher anzulegen oder beziehungsweise um sie direkt aus diesen verschiedenen Ordnern herzuholen. Also so funktioniert das Ganze. Du kannst jetzt Videos und so weiter zum Beispiel hier in Google Drive, in dein Google Drive anlegen und kannst dann direkt aus Google Drive ziehen. Das Ganze ist dann in dieser Videothek hier quasi übersichtlich gestaltet, sodass du jederzeit darauf zugreifen kannst. Und als letzten Punkt schauen wir uns noch die Einstellung an. Hier siehst du auch, was kann ich machen, was ist schon sozusagen hier integriert oder benutzerdefiniert. Hier kannst du dann eben wieder, wie gesagt, Computer mit Voice-over-IP und Festnetz, das ist einfach voreingestellt. Die Anmeldung, dann haben wir hier zum Beispiel dunkles Design, wenn du das gerne möchtest, ist allerdings noch die Beta-Version. Wir können mal kurz gucken. So sieht das Ganze dann aus. Ich schalte wieder zurück. Bei Anmeldung ist es genauso, kannst du auch hier zum Beispiel die Teilnehmer überprüfen, beziehungsweise du vermeidest Spam-Bots mit diesen Herausfiltern. Webcam. Auch da wieder kannst du dir aussuchen, soll die zugelassen werden oder nicht. Aufzeichnung, gleiches Spiel. Hier siehst du, es ist alles im Moment defaultmäßig voreingestellt auf grün, heißt, es ist alles an. Hier siehst du auch, wo zum Beispiel die Aufzeichnungen gespeichert werden. Du hast da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst die Aufzeichnung zum Beispiel auch auf deinem eigenen Computer speichern. Also wird nicht empfohlen, ist aber möglich. Gehen wir mal weiter. War früher übrigens standardmäßig so, dass man alles irgendwo in irgendwelchen merkwürdigen Verzeichnissen auf seinem Rechner fand. Okay, hier, das war Aufzeichnung, Zahlung auch nochmal. Wie kannst du die anlegen? Was brauchst du? Und Benachrichtigungen als letzten Punkt. Hier siehst du nochmal, dass du Push-Benachrichtigungen erteilen und erhalten kannst. Also hier ist nichts eingestellt. Aufzeichnung fertig, kannst du dich benachrichtigen lassen, dass du das weißt. Neue Funktionen. Kannst du dich benachrichtigen lassen oder eben maximale Anzahl Anmeldungen erreicht, wenn du das Ganze limitiert hast, kannst du alles einstellen, sodass du benachrichtigt wirst und dann Bescheid weißt, dass sozusagen bestimmte Milestones erreicht wurden oder irgendwie Kapazitäten nicht ausreichen, wie auch immer man das nennen möchte. So, jetzt gehen wir noch einmal zur Übersicht, weil jetzt möchte ich natürlich als letzten Punkt unser frisch angelegtes Webinar auch starten. Und hier gehen wir einfach mal auf Starten. Jetzt sollte dieser Opener erscheinen und wir können das Webinar ganz einfach starten. Genau, hier ist der Opener, den ich gerade erwähnte und jetzt wollen wir das Ganze starten. Er verbindet es und das Webinar wird gestartet. Ich sehe jetzt auch unten in meiner Leiste, das kannst du nicht sehen, diese Blume, da ist sie, dieses typische Zeichen, dass das Webinar nun beginnt. Wir sind jetzt hier im Bedienpanel und ich kann jetzt quasi mein Webinar starten. Das Mikro ist schon an. Du siehst jetzt hier die verschiedenen Funktionen, die das Webinar mitbringt. Und ja, wir gucken nochmal kurz rein. Hier siehst du einfach die Möglichkeiten, die ich hier alle so in diesem Panel habe. Und die Teilnehmer sind im Wartezustand, ganz wichtig hier oben. Wenn ich die Übertragung starte, dann geht es los. So, und ich drücke da jetzt einfach mal drauf. Und jetzt ist die Übertragung. Jetzt ist die Übertragung an. Und hier können wir jetzt sehen, wer teilnimmt. Und jetzt sind wir nun natürlich alleine. Aber so sieht das Ganze dann aus. Mit Chat, mit Umfrage, mit allen möglichen Unterlagen und so weiter. Kann man hier alles einstellen. Ist ein eigenes Video. Zeige ich euch auch nochmal. Heute ging es einfach nur darum, das Webinar anzulegen und einmal einzuschalten, damit du siehst, wie es aussieht. Jetzt weißt du aber auch, okay, wenn ich die Übertragung starte, wird das übertragen, was auf meinem Bildschirm ist. Das sehen jetzt die Teilnehmer. Genau, da heißt es dann zum Beispiel einfach mal umschalten oder die Präsentation einschalten, je nachdem, was ich zeigen möchte. Hier kann man zum Beispiel auch die Kamera einschalten. So. Ist natürlich ein bisschen netter zur Begrüßung des Webinars. Es sind einfach alles kleine Fensterchen und die werden zusammengefügt. Okay, so sieht das Ganze aus. Ich möchte jetzt gar nicht weiter hier auf das Webinar eingehen. Wie gesagt, das ist ein eigenes Video. Und ich schalte jetzt zurück raus aus GoToWebinar. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben,
wie GoToWebinar 2020 aussieht, welche Möglichkeiten du hast, was du alles an Features hast, was du noch zusätzlich einschalten kannst. Ja, und du kannst für dich jetzt entscheiden, ob das die richtige Software für dich ist, ob vielleicht diese Features gerade von dir gewünscht und gebraucht werden. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Like von dir. Und ja, falls noch nicht geschehen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Einfach auf Abonnieren klicken, hier ist irgendwo Subscribe. Dann verpasst du kein weiteres Video mehr, hilfst mir hier auf YouTube zu wachsen und hilfst mir auch dabei, dass ich meine Arbeit hier fortsetzen kann. Wunderbar, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.